Ja, das war die Zeit kurz nach dem Krieg, wann wir es in die Währungsreform reinging, nach der Währungsreform. Da kam dann, da war, zum Beispiel haben damals, man nannte das in München Strassler, also von der Straße. Strassler, das waren also die Amalienstrassler und besonders wilde Hunde, das waren die aus der Fallmerayerstraße. Die Fallmerayerstrassler, das waren also besonders schreckliche. Die hatten lauter kahlgeschorene Köpfe, weil die immer Läuse hatten. Deshalb wurde denen automatisch, dass sie nicht ständig da Entlausungsmittel besorgen mussten, einfach die Köpfe, das war so ganz primitive Familien, die da wohnten, und das waren also besonders wilde Burschen. Und vor denen hatten natürlich alle Angst. Und die hatten, wir haben uns dann so aus alten Ziegelsteinen, die man da so mit so einem Hammer, der Hammer war ein großes Vermögen, mit so einem Maurerhammer haben wir die abgeklopft und haben uns so Lager gebaut. Ein zweistöckiges Lager. Schutt war ja Unmenge da und so Zeug, mit dem man alles sowas dann machen konnte. Und wir hatten dann ein Lager. Wo ich geboren bin, es war die Schraudolfstraße, da gab es nicht genug Kinder. Wir mussten uns immer einer anderen Straße anschließen. Wir haben uns dann den Adalbertstrasslern angeschlossen. Die Adalbertstraße, die hatte mehr Kinder. Und da gab es dann so eine Rotte. Und die haben sich dann verabredet mit den Isabellastrasslern. Und dann sind wir, und dann haben wir dann geplant, einen Krieg gegen die Bauerstraßler. Die Bauerstraße, die war am anderen Ende von der Isabellastraße. Und dann trafen wir uns. Und ich war ja immer ein schüchternes Bürschlein. Ich lief ja immer nur so mit. Ich hatte manchmal listige Ideen, aber ich war ja eigentlich mehr so ein Prügelknabe. Aber ich war auch leicht zu beeinflussen. Da gab es ja so zu beeindrucken. Da gab es so starken Typen, die dann so. Der eine, das war sein Vater, trieb immer Schwarzhandel anscheinend, der hatte schwarze Glacé-Handschuhe. Und die zog er dann immer drüber, bevor er einen geschlagen hat. Und der hat dann so gesagt, es waren so unerhört starke Sprüche, zum Beispiel, ach, den Haul ordinei, dass er die Zehen bohrweiß beim Arsch rausmarschieren. Und solche, ja, also solche Sprüche haben mich natürlich tief beeindruckt. Ich dachte, das ist ein unglaublich starker Bursch. Und dann haben wir uns erst so mit so kurzen Dachlattenstücken und so haben wir uns bewaffnet und zogen dann die Isabellastraße, die war damals, gab es ja noch keine Autos rechts und links, die war ziemlich breit, die zogen wir dann runter auf die Bauerstraße zu. Und die Bauerstraßler kamen uns entgegen. Und irgendwann kamen wir uns immer näher und immer näher. Und dann entstand etwas, was ich dann viel, viel später bei Konrad Lorenz genau nachlesen konnte. Je weiter wir uns von unserem Nest sozusagen, also von unserem Lager, von unserer Sicherheit entfernt haben, umso verzagter wurden die alle. Aber ich lief ja immer brav mit und wir schrien alle furchtbar und schwangen die Dachlatten. Und die anderen haben das alle. Ich war ja eigentlich naiv, ich war der Naivste von allen. Und ich lief da mit und ich dachte, mit den Starken schlagen wir die ja leicht. Also die werden wir, ach, die hauen wir in den Wind und so. Und zog da und die kamen immer näher und da kamen die auf uns zu und ich. Und auf einmal dachte ich mir, komisch, irgendwas stimmt nicht. Da ist so leise bei mir. Und ich schaue mich um, dann war ich 20 oder 30 Meter vor allen anderen. Die anderen waren alle schon auf dem Rückweg. Die rasten alle schon zurück und ich stand da noch allein. Und dann kam die ganze Wucht dieser Bauerstraßler auf mich los und ich raste um mein Leben. Und das war ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, das mich für mein Leben geprägt hat, das mir aufgeklärt hat, dass die mit den großen Sprüchen keinesfalls die sind, auf die man sich verlassen sollte. Das war damals eine unerhört wichtige Erkenntnis für mich als Kind.